So, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Der Vortragende ist Frederik Ramm und er wird uns zeigen, wie man ein Bindeglied im OpenStreetMap-Universum aufbaut, das sich zwischen den gespeicherten Daten und den fertigen Karten befindet. Es geht darum, dieses Framework so einzusetzen, sodass dann im richtigen Zeitpunkt die richtigen Kartenteile neu gerendert werden. Bitte, Frederik. Ja, also ich stelle T-Rex vor. T-Rex ist eine Komponente von einem OpenStreetMap-Tile-Server. Aber um das schön vorzustellen, werde ich in diesem Vortrag einen kompletten OpenStreetMap-Tile-Server aufsetzen, startend von einem leeren Ubuntu-System, die ganzen Pakete installieren, die ganzen Config-Files ändern und am Ende wird es hoffentlich funktionieren. Ich habe es ein paar Mal geübt, aber das ist jetzt ohne Netz und doppelten Boden. Also wir gucken mal, wie es läuft. T-Rex, das haben der Jochen Topf und ich 2010 geschrieben. Das ist ein Queue-Manager für solche Tile-Server. Da komme ich gleich noch zu, wo der genau eingesetzt wird. Nicht zu verwechseln mit dem T-Rex, den man mit Bindestrich schreibt. Dazu gibt es morgen eine Session von Pirmin Kalberer. Das ist eine Geschichte, die mit Vektor-Tiles zu tun hat. Unser T-Rex ist gehört thematisch zu einem Raster-Tile-Server in OpenStreetMap-Kontext. Standardmäßig hat man da früher ein Programm namens RenderD benutzt oder benutzen heute noch viele Leute. Und T-Rex ist dafür eine unserer Ansicht nach ein besserer Ersatz. Ich gehe ganz kurz darauf ein, wie so ein Tile-Server funktioniert. Sie rufen eine Karte im Webbrowser ab. Die Karte setzt sich aus einzelnen kleinen Kacheln zusammen. Der Webbrowser meldet sich beim Tile-Server und sagt, hallo, ich brauche jetzt das Teil mit der Nummer so und so und so. Dann haben Sie da den Apache Webserver mit einem Modul, das heißt Modtile. Der prüft erstmal, wenn so eine Anfrage reinkommt, habe ich das hier unten schon im Cache, das Teil? Wenn ja, kann ich es einfach ausliefern und fertig. Habe ich das Teil nicht, dann muss es neu erstellt werden aus der Datenbank. Dazu meldet der Apache sich dann bei diesem T-Rex Masterprozess und sagt, hey, ich brauche hier jemanden, der mir dieses Teil ausrechnet. Der T-Rex gibt den Request weiter an einen Mapnik-Rendering-Prozess. Mapnik ist dann diese Rendering-Engine hier so. Die Rendering-Engine, mit der aus den OpenStreetMap-Daten in der Datenbank diese Tiles erstellt werden können. Mapnik verwendet dazu natürlich irgendwelche Style-Definitionen, zum Beispiel den Standard-OpenStreetMap-Style oder andere Styles. Stellt dann entsprechende Requests an die PostGIS-Datenbank, sagt, hey, ich brauche hier diese Daten, baut daraus das Teil, speichert das im Teil-Cache ab und danach kann es dann an den Webbrowser ausgeliefert werden. Also das wesentliche Element von so einem Raster-Tile-Server ist, dass nicht alle Tiles bereits fertig ausgerechnet da liegen, sondern viele Tiles werden erst on-demand berechnet. Und in die PostGIS-Datenbank rein kommen die Daten mithilfe von einer Software namens OSM2PGSQL aus einer OSM-Datei. Das sind so die wesentlichen Komponenten von so einem Tile-Server. Und wenn wir uns jetzt mal diese T-Rex-Komponente etwas genauer angucken und da sozusagen reinzoomen, dann sehen Sie, es gibt da einen T-Rex-Master-Prozess, der verwaltet die Warteschlangen, sagt, es können ja durchaus sehr viele Leute gleichzeitig auf so einen Tile-Server losstürmen und sagen, ich will hier irgendwelche Tiles angucken, dann kann man die nicht alle gleichzeitig ausrechnen, die müssen in eine Warteschlange gesetzt werden, das macht der Master. Und der Master hat dann Kontakt zu einer Anzahl von solchen Rendering-Prozessen, die er dann beauftragt, jetzt bitte einen Teil auszurechnen. Und es gibt dann noch eine Komponente, die heißt T-Rex Backend Manager, die kümmert sich darum, dass immer genügend von diesen Backend-Prozessen gestartet werden. Das könnten bei T-Rex auch durchaus andere Rendering-Engines sein, aber wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit Mapnik. Da gibt es noch so Utility-Programme, T-Rex Batch, damit kann ich sagen, hey, ich will mal für diesen Bereich lauter Teils vorberechnen. Oder T-Rex Status, damit kann ich mir anschauen, was gerade passiert am Server. T-Rex kann Queues mit verschiedenen Prioritäten halten, also so, dass zum Beispiel Leute, die jetzt gerade live einen Teil anfordern und das schnell sehen wollen, bevorzugt behandelt werden vor irgendwelchen Background-Rechenprozessen. T-Rex Batch kann man benutzen, um Dateien vorzubereiten. Monitoren mit T-Rex Status. Es unterstützt verschiedene Backends, wir gucken uns aber nur das Mapnik-Backend an. Und es ist ein Plugin-Replacement für den RenderD. Wenn Sie eine Standardanleitung aufschlagen, irgendwo im Netz, wie setze ich einen Tile-Server auf, dann wird die oft den RenderD verwenden und nicht den T-Rex. Der RenderD ist etwas populärer. T-Rex wird konfiguriert auf verschiedene Weisen. Es gibt drei wichtige Config-Files für uns jetzt hier. Eine globale für den gesamten T-Rex, eine pro Rendering-Backend, also zum Beispiel eben für den Mapnik-Renderer und dann noch eine pro Stil. Also wenn ich jetzt sage, der T-Rex kann ja verschiedene Kartenstile gleichzeitig ausliefern, die werden alle noch einzeln konfiguriert.
T-Rex Batch, nur ganz kurz, ein Programm, mit dem ich eben Bereiche vorberechnen kann. Das rufe ich auf und sage hier mit der Priorität für die und die Map, für die und die Bounding Box hier jetzt bitte für ganz Deutschland in den Zoom-Stufen 10 bis 15 bitte mal berechnen. Und dann macht das. T-Rex Status ist ein Programm, mit dem ich dann sehen kann, was macht mein T-Rex-Server gerade, welche Queues sind aktiv, welche Tiles werden gerade gerechnet, wie viel ist in der Vergangenheit schon gerechnet worden, wie lange hat es gedauert und so. Mit etwas Glück können wir das gleich noch live zeigen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich Ihnen das Setup eines Tile-Servers vorführe. Ich habe jetzt hier eine leere Ubuntu-Maschine, auf der ist noch nichts drauf, die ist gerade frisch installiert. Und das Erste, was wir machen, ist ein apt-update, damit er seine Quellen, Paketquellen mal neu lädt. Und dann jetzt wollen wir als Erstes mal uns darum kümmern, dass wir das OSM2PGSQL-Utility und die Postgres-Datenbank und das PostGIS bekommen. Dazu warte ich, bis fertig ist. Apt-install OSM2PGSQL, das ist in Standard-Ubuntu-Paketquellen mit drin. Und PostgresQL 10 PostGIS 2.4 und PostgresQL 10 PostGIS 2.4 Scripts brauchen wir. So, dann kriegen wir erstmal jetzt die Datenbank. Ist auf jeden Fall notwendig, um dann nachher die OSM-Daten reinzuspielen. Und das OSM2PGSQL-Programm, das dafür zuständig ist, Daten einzulesen. Wenn das fertig ist, dann werde ich eine Datenbank anlegen, die die OpenStreetMap-Daten aufnehmen kann. Glück gehabt. %99. Schon fast fertig. Na, lassen wir es mal im Hintergrund weiterlaufen. Ach, das geht nicht. Also dann weiter. Wofür-Effekt. Ja, fertig. So, mach mich zum User Postgres und create db gis, erzeuge eine Datenbank, die heißt gis. Fehlermeldung kann ich mal ignorieren. Jetzt mache ich, erzeuge ich mal einen User in der Postgres-Datenbank. Create user minus s, einen für den User root und einen für den User T-Rex. Und ich brauche jetzt in der Datenbank PSQL GIS. Ich brauche jetzt zwei Extensions. Create Extension PostGIS natürlich. Und ich brauche noch die HStore Extension. Die werden typischerweise immer benutzt, wenn ich OpenStreetMap-Daten importiere. So, jetzt habe ich meine Datenbank eingerichtet. In die kann ich jetzt gleich OpenStreetMap-Daten reinladen. Aber vorher werde ich mal den Standard OpenStreetMap-Kartenstil installieren. Und um das machen zu können, brauche ich erstmal noch ein paar Pakete. Und zwar ich mit apt-install. Ich brauche Git, damit ich das auschecken kann. Ich brauche npm. Ich brauche Python 3-dist-utils. Und ich brauche die MapNIC-Utils. So, hoffen mal, dass das jetzt nicht wieder bei 99% ewig hängen bleibt. Diese Pakete, die ich jetzt installiere, werden es mir gleich ermöglichen, von GitHub den Standard OpenStreetMap-Kartenstil, dieses OpenStreetMap-Karto, auszupacken. Und dann brauche ich, das mache ich jetzt gleich, so, git clone https github.com gravitystorm OpenStreetMap-Karto. Das geht schnell. Allerdings braucht dieser Stil jetzt noch zwei weitere Schritte. Und zwar, ich brauche, ähm, ich,
Ich brauche ein Programm namens Karto. Das ist ein Compiler. Dieser OpenStreetMap Karto-Stil liegt in einem Format vor, das nennt sich MML-Format. Und das muss umgewandelt werden in ein XML-Format für Mapnik. Karto project.mml größer project.xml. Das sind jetzt alles Dinge, die hätte ich natürlich für Sie vorbereiten können, aber ich wollte gerne, dass Sie sehen, dass alles keine Magie ist und dass das alles sozusagen auch ohne hier, wir haben da schon mal was im Ofen vorbereitet, dass das alles geht. Also das ist die Project XML, die wird nachher für den Mapnik-Renderer gebraucht. Der braucht immer diese Stildefinition als XML-Format, damit er damit was arbeiten kann. Das Zweite, was ich jetzt gleich machen muss, ist, die Warnungen sind egal, ich muss mit Python noch ein paar Skripts runterladen. Get Shapefiles, da gibt es schon ein fertiges Python-Skript, das ist Teil von diesem OpenStreetMap-Stil und das lädt mir jetzt die weltweiten Küstenlinien und ein paar bewohnte Gebiete und Gletscherflächen und so weiter. Das ist jetzt streng genommen etwas unnötig, weil ich das nicht nur unnötig, sondern auch da kommt auch nichts. Ah, jetzt. Ich will Ihnen jetzt gleich nur Daten für Freiburg vorführen auf diesem Server. Und in Freiburg gibt es weder Gletscher noch Küsten. Das heißt, ich könnte mir das sparen mit diesen Wasserpolygonen und diesen Sachen. Der Style möchte halt gerne auf diese Daten zugreifen. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass das langsam ist. Ich werde das mal im Hintergrund weiterlaufen lassen. Jetzt geht es einigermaßen. Ich mache mal, während das läuft, ein zweites Fenster auf, damit wir schon mal weitermachen können. Offenbar gibt es, also das ist gar kein Server, der hier im, das ist ein Server, der virtuelle Maschine bei Hetzner, insofern wundert es mich ein bisschen, dass das jetzt da langsam ist. Beim Testen ging es schneller, aber gut. Wir lassen mal dieses Shapefile-Laden im Hintergrund weiterlaufen. Und wir brauchen nämlich noch was. Und zwar, wir brauchen auch OpenStreetMap-Daten. Diese OpenStreetMap-Daten, die lade ich jetzt mal runter. Da nehme ich jetzt mal Regierungsbezirk Freiburg von der Geofabrik. http://download/geofabrik.de Europe Germany Baden-Württemberg Freiburg-rec-bets-latest OSM PBF, Lay, Freiburg, Latest. Schauen wir mal, ob das geht. Ja. Okay, das brauche ich nämlich auch. Und wenn ich das habe, dann kann ich, wenn ich beides habe, nein, eigentlich reicht mir erstmal das, dann kann ich das OSM2PGSQL starten, um diese Daten in die Datenbank reinzuladen. Na, scheint irgendwie gerade beim Hetzner die Netzanbindung von meiner virtuellen Maschine etwas langsam geworden. Aber wir kriegen es hin. Und das OSM2PGSQL, wenn ich das dann gleich erstmal starte, das wird dann sowieso circa 2 Minuten dauern, bis das diese Daten eingelesen hat. Und das ist jetzt natürlich, geht nur so schnell, weil ich eine kleine, sehr kleine Datenmenge hier habe, das Freiburg-File. Wenn ich das jetzt machen würde für ein weltweites Datenfile, fürs Planet-File, dann würde das je nach Maschine mindestens 16 Stunden dauern, aber wenn es langsam ist, kann es auch mal 2 Tage dauern. So, OSM2PGSQL rufe ich auf mit dieser gerade geladenen Datei. Jetzt muss ich noch dazu sagen, mit welchem Datenstruktur das geladen werden soll, wie die Tabellen aufgebaut sind. Das ist, da kommt eine Datei mit beim OpenStreetMap Karto, die heißt OpenStreetMapKarto.style, da steht das drin. Wenn ich einen anderen Map-Style hätte, würde ich vielleicht was anderes nehmen. Brauche ich noch einen Tag-Transform, eine Tag-Transform-Regel, die wird ebenfalls mitgeliefert beim OpenStreetMap Karto. Das ist in Lua geschrieben, so. Und außerdem will ich HStore benutzen und meine Datenbank heißt GIS. So.
jetzt startet das OSM2P GSQL. Und wer heute Morgen in dem Vortrag von der Sarah Hoffmann war, der weiß ja, bei OpenStreetMap, da gibt es diese Nodes und dann die Ways und die Relations, die kommen alle hintereinander in dieser Datei und das OSM2P GSQL rackert sich jetzt damit ab, die zu laden. Und während das lädt, ganz kurz, der ein oder andere von Ihnen fragt sich, was soll eigentlich der ganze Scheiß? Ist das nicht altmodisch in mehrererlei Hinsicht? Erstens mal, gibt es nicht fertige Docker-Container dafür? Muss ich mich damit überhaupt rumschlagen? Zweitens mal, wer macht heute überhaupt noch Raster-Tiles? Sind nicht Vektor-Tiles viel cooler? Ja und nein, fertige Docker-Container gibt's. Es gibt auch Lasagne fertig für die Mikrowelle. Der eine mag das eine, der andere mag sich seine Lasagne vielleicht lieber selber machen. Wenn Sie sich mehr mit dem Thema beschäftigen, auch wenn Sie mal zum Anfang sagen, ach, da gibt es einen fertigen Docker, den lade ich mal runter. Sie werden irgendwann zu dem Punkt kommen, wo Sie sagen, ah Mensch, ich würde jetzt doch gerne mal was anders konfigurieren und so weiter. Selbst wenn Sie bei Docker bleiben, werden Sie irgendwann auch sagen, ah, jetzt brauche ich die und die Pakete, muss ich in meinem Docker-Container installieren und so weiter. Es kann nicht schaden, sich ein bisschen mit den Details auszukennen. Und in dem Docker-Container drin werkelt sowieso auch wieder ein Render-D oder ein T-Rex, wenn das ein Raster-Teil-Server ist. Und das zweite, Raster versus Vektor. Es stimmt, Vektor-Teil ist eine coole Technologie, die viele Sachen hat, die für sie sprechen. Was aber zum Beispiel selten ist bei Vektor-Tiles, ist dieses Rendering on Demand, was wir hier machen im Raster-Teil-Kontext, dass wir sagen, es wird nicht alles vorher ausgerechnet, sondern es werden nur die Sachen ausgerechnet, die ich auch wirklich brauche. Das führt dazu, dass wenn Sie mit komplexeren Vektorteil-Toolchains arbeiten, dass Sie dann sehr leicht in Bereiche kommen können, wo es heißt, so, jetzt muss ich mal die ganze Welt vorberechnen auf Zoomstufen 0 bis 14. Das dauert jetzt 3 Monate und dann kann ich weiterarbeiten. Die ganzen Stories von wegen, ah, hier geht alles ganz schnell, die funktionieren nur, wenn es ein extrem einfacher Stil ist, der an der Komplexität, der nie an die Komplexität rankommt von dem Standard OpenStreetMap-Kartenstil. Das heißt, es gibt schon immer noch Platz für Raster-Tiles auf der Welt und es ist eine Technologie, die noch lange nicht tot ist. Man muss immer gucken, für welchen Zweck ist welche Technologie am besten. Die Firma, wo ich arbeite, die Geofabrik, baut immer noch sehr viele Raster-Tiles für Kunden auf, wo halt Raster-Teil-Technologie die beste Lösung ist. So, das hier wird jetzt gleich fertig sein. Ich gucke mal in den anderen Tab, ob inzwischen die Shapefiles fertig runtergeladen sind. Ja, okay, das ist etwas länger gedauert, aber die sind jetzt auch da. Wenn die Datenbank fertig ist, oder ich mache mal schon einfach im zweiten Tab weiter, während die Datenbank, das wird noch ein paar Sekunden dauern. Ich bin jetzt soweit, ich habe jetzt meine Datenbank, ich habe OpenStreetMap-Daten drin geladen, ich habe den Style installiert. Was mir jetzt halt noch fehlt, ist tatsächlich der Apache, das Mod-Tile und die T-Rex-Komponente. Dafür brauche ich ein spezielles App-Repository. Diese Sachen sind jetzt nicht mehr in den Standard-Paketquellen drin. Da nehme ich für das Mod-Tile das PPA OSM Admin /PPA. Ups, verschrieben. Admins, OSM Admins PPA. Und fürs T-Rex habe ich extra gestern noch ein eigenes Repository gemacht, wo diese T-Rex-Pakete, weil eigentlich, wenn Sie beim T-Rex ins GitHub gucken, dann steht da ja, hier so können Sie sich die Pakete selber bauen. Aber das wollte ich Ihnen jetzt nicht zumuten, dass wir auch noch Pakete bauen müssen. Die sind also hier schon fertig. Und jetzt kommt, jetzt installiere ich diese Pakete. Apt-install lib-apache 2 mod-tile brauche ich. T-Rex Core und T-Rex Backend für Mapnik. Mapnik. So, ups. Ohne Minus. So, guck mal kurz in meinen anderen Tab, da sage ich nein. Gut, OSM2P GSQL hat jetzt diese Datenbanken fertig installiert, alles super. So, hier habe ich diese Pakete installiert. Jetzt muss ich die Apache-Config anpassen, etc. Apache 2 Sites available. Da wird mir von dem Mod-Tile so eine Demo-Config schon installiert. Die kann ich kurz abändern. Ich möchte einen Kartenstil unter /OSM anbieten, der heißt bei mir intern auch OSM. Dann muss ich noch sicherstellen, dass das Ganze auch nicht, normalerweise ist es so gebaut, dass das mit einem Render-D redet. Ich will aber, dass es mit einem Valib-T
T-Rex-Mod-Tile-Sock, dass es mit dem T-Rex redet. Das ist die Apache-Config. Jetzt tue ich die, die Standard-Seite, also der Apache installiert immer standardmäßig so eine Default-Seite, die brauche ich nicht. Ich brauche jetzt meine neue, die heißt Tile-Server-Site. So. Enable, A2N-Site. So. Kann ich schon den Apache neu starten. Apache 2. Und jetzt das Letzte, was mir noch fehlt, ist die T-Rex-Konfiguration. Etc. T-Rex. Die Master-Config brauche ich nicht, aber die Renderer-Mapnik-Config passe ich an. Und zwar, das kann erstmal hier alles so bleiben. Nur hier unten bei den Fonts stelle ich ein, dass er sich die aus User Share Fonts holen soll und dass er da bitte auch die Unterverzeichnisse berücksichtigt. Und jetzt brauche ich noch für den Kartenstil, den ich anbieten will, brauche ich noch eine Config-Datei, die nenne ich jetzt mal OSM-Conf. Kartenstil heißt OSM, der geht bis zum Stufe 18, Max Z 18. Der braucht ein Verzeichnis, wo die Tiles drin sind. Tile dir gleich var lib mod tile OSM, sagen wir mal. Und ich muss ihm sagen, wo findest du denn jetzt den Kartenstil? Mapfile, das ist das, was ich vorhin erstellt habe. Mapfile SRC, SRV, OpenStreetMap Carto / Project XML. So, das ist alles, was ich hier brauche. Jetzt muss ich dieses Verzeichnis noch erzeugen, wo er die Tiles reintun soll. War lib mod tile OSM und muss dafür sorgen, dass der User T-Rex da Schreibrechte hat. Shit, was habe ich jetzt gemacht? Change own T-Rex, T-Rex. So. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann müsste ich sagen können, systemkittel restart T-Rex Backend Manager und T-Rex Master. Und jetzt könnte ich hier in einen Browser gehen und könnte die IP-Nummer von diesem Server aufrufen, den ich jetzt eingerichtet habe. Und da wird standardmäßig so eine kleine Slippy-Map-Seite eingerichtet. Das ist Teil von diesem Mod-Tile-Paket. Ich muss jetzt mal hier einmal auf Mapnik umstellen. Das ist jetzt geschummelt. Also das, was Sie jetzt sehen, sind die original OpenStreetMap-Karten, die vom OpenStreetMap-Server geladen werden. Das benutze ich, um jetzt mal reinzoomen zu können hier nach Freiburg, damit ich meinen neu installierten Server nicht gleich damit belaste, irgendwie auf zum Stufe 10 irgendwas auszurechnen. So. Jetzt bin ich hier in der Freiburger Innenstadt und jetzt stelle ich mal wieder um auf meine Local Tiles. Und jetzt, das ist jetzt noch nicht richtig, ich muss noch einen kleinen Moment warten. Ich gehe jetzt nochmal zurück in mein Fenster hier, wo ich den Server habe und jetzt rufe ich das T-Rex Status auf. Und jetzt sehen Sie hier schon, dass etwas passiert im T-Rex. Und zwar, hier unten sind bestimmte Render-Requests für die Map OSM für bestimmte Zoomstufen, X, Y, Zoomstufe 10. Die Zoomstufe 10, das kam ganz vom Anfang, als ich einmal drauf die Karte gegangen bin, auf die weiße Karte. Da sind diese Requests ausgelöst worden. Und die kleinen Zoomstufen brauchen relativ lang zum Rendern. Aber Sie sehen, dass hier unten auch immer was passiert ist. Da sind so ein paar 17er reingekommen und dann wieder verschwunden, als sie fertig ausgerechnet waren. Und wenn ich jetzt hier auf die Karte gehe, dann sehen Sie, dass das funktioniert. Hallo? Ich hätte jetzt erwartet, dass es besser aufgelöst ist. Also zumindest diese Bilder, die ich jetzt hier sehe, die sind alle von meinem Server ausgerechnet worden. Ich gehe jetzt mal hier. Da sehen Sie jetzt, wenn ich in den Bereich reinzoome, wo das Teil noch nicht berechnet ist, dann schickt der Browser eben den Request an den Server und dann läuft das hier los. Jetzt ist es fertig. Ja, jetzt ist es fertig ausgerechnet. Ich zoome jetzt hier mal so ein bisschen rein oder ich gehe mal so ein bisschen hoch. Hier sehen Sie, na, hier ist jetzt wieder so eine Lücke. Ach, zu schnell, der Server ist einfach zu schnell. So, jetzt sehen Sie,
der muss jetzt erst arbeiten, der muss tatsächlich, weil ich keine Teils vorgerendert habe, ja, wenn das jetzt eine Produktionsmaschine wäre, dann würde ich natürlich sagen, naja, ich mache mal mit diesem T-Rex-Batch ein Vorrendern für die Zoom-Stufen 0 bis 12 deutschlandweit oder so. Das ist ein Befehl, das kann ich einfach hier eingeben, kann ich sagen, T-Rex-Batch, Map gleich, ja, lassen wir es jetzt, Map gleich OSM, Zoom-Stufe und so weiter, rechne es vor und dann läuft das. Habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen hat es etwas länger gedauert. Aber Sie haben gesehen, es funktioniert. Ich habe einen funktionierenden OpenStreetMap-Tileservern aus lauter einzelnen Komponenten installiert. Und genauso können Sie das zu Hause auch machen, ganz ohne Netz und doppelten Boden. Die genauen Befehle, die ich alle eingehackt habe, finden Sie dann in meinen Folien am Ende in kleiner Schrift. Und das finden Sie alles in dem Konferenzprogramm, wenn Sie da draufklicken. Jetzt haben wir leider keine Zeit mehr für Fragen, weil ich so lange gebraucht habe hier. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht und Sie können mich in der Mittagspause oder im Rest der Konferenz finden, wenn Sie irgendwelche Fragen dazu haben. Bitte einen großen Applaus für diese erfolgreiche Demonstration. Ein OpenStreetMap Rendering Service innerhalb von 25 Minuten live aufgebaut.